Hey, das ist doch Texas. Es ist wieder da, in Videoform, beim Heider. Ist das nicht toll? Ja, Freunde, und weil der Heider in Mathe aufgepasst hat und weiß, dass eine zweiteilige Videoreihe auch einen zweiten Teil voraussetzt, gibt's jetzt einen zweiten Teil. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Flo, tut mir leid, aber ich... Jösche und Rehe! Weil ich euch ja was beibringen will, hier mal ein paar Infos zum Thema Rehe und Hirsche. Bereits ein Jahr nach der Geburt legen die Weibchen ihre ersten Eier. Bis zu 300 Stück am Tag, wohlgemerkt. Wenn dann Monat rum ist, fliegen sie meist nach Süden, höchstwahrscheinlich nach Mallorca. Nur wenige bleiben in Amerika, um im Dezember ein Iglo zu bauen. Währenddessen stärkt der bis zu 27 Meter große Rehbock zu Hause seine zarten Haxen und erreicht so beim Sprint bis zu 817 Meilen pro Stunde. Bei Flatulenzen sogar 850. Was ich damit sagen will, ich weiß nicht so viel über die Viecher, außer dass sie in freier Wildbahn recht scheu sind. Deswegen war es umso cooler, mal ein paar vor die Linse zu bekommen. Sogar einen Hirsch habe ich gesehen. Und da ich Vollidiot kein für extremes Zoomen geeignetes Objektiv dabei hatte, musste ich mich echt anpirschen und leck mich am Arsch, haben mir die Viecher die Füße zerstochen. Und ihr wisst ja, was mir in Texas passiert, wenn ich gestochen werde. Aber das war's wert. Ja, und dann gibt es noch die Aufnahme von mir und meinem Cousin, als wir gerade ein Rehkitz entdecken und vor lauter Scheiße labern nicht mal checken, dass das Vieh schon längst weg ist. Und nein, wir waren nicht dicht, also ich zumindest nicht. Did y'all say beer? I don't even know what beer is, but it sounds good. Do you happen to have a smoke as well? Hey, wait, you kids. I smell weed. I'm definitely going over there. I was bored sitting over here by myself. I mean, I'm 31, but I look small. It's time to chill, guys. What's going on? Hi, my name's Bambi. How are you? I'm fucked up ever since Walt Disney made the movie. Andere Viecher! In Texas gibt's nicht nur Monster, Ziegen, Rehe und Hirsche, nee, da gibt's noch viel mehr. Cowboy zum Beispiel, der ist vielleicht nicht der klügste Hund der Welt, wenn es darum geht, sich bei 45 Grad einen schattigen Platz zu suchen, aber er wird bei Hitze zum Asiaten und das ist doch auch was. Kleine Eidechsertl habe ich auch noch gesehen und Shahi hat deren langer Schwanz. Sie hörten einen Satz aus der Rubrik Dinge, die Frauen noch nie zu Florian Heider gesagt haben. Dann gab's noch dicke, glückliche Kühe, die Viecher, denen Super Mario immer auf den Schädel hüpft, einen kleinen Esel, der die Schafe gehütet hat und Kolibris und die sind so süß, aber auch extrem schreckhaft. Deswegen habe ich auch einige Zeit gebraucht, um diese Aufnahmen zu machen. Hier sieht man übrigens deutlich, wie der Kolibri sich bereit macht, von der Gottesanbeterin am Futterdruck gefressen zu werden. Diese Natur. Pferdewetten? Ich habe in meinem Leben noch nie was mit Glücksspiel am Hut gehabt, war noch nie in einem Casino und habe auch erst einmal an einem einarmigen Banditen gezogen. Was liegt also näher, als Wetten auf Pferderennen abzuschließen? Aber ich lasse mich einfach mal selbst sprechen. Und da sind wir. Und zwar in der Nähe von der Rennbahn, beziehungsweise hinter mir ist die Rennbahn und irgendwo sind Pferdeln und die Renner und ich habe keine Ahnung, man kann Geld wetten und ich weiß nicht, ob ich nicht Geld wetten sollte, weil sich dann alles zum Positiven verändern könnte in der Heider-Familie. Und zack, $20 gesetzt und... So, das sind die zwei Pferde, auf die ich $20 gewettet habe und alles verloren habe. Das heißt, ich bin jetzt fertig mit Texas, ich fliege jetzt vorn. So ein Scheißdreck. Scheißdreck da. Scheiß Pferdeln. Und hier auch wunderschön zu sehen, dass ein Pferd ohne Reiter ins Ziel kam, war 100% der Gaul, auf den ich gewettet habe. Also wir haben jetzt nochmal alles auf neu und zwar habe ich diesmal drei Sachen gesetzt. Das heißt, wenn ich das jetzt auch verliere, dann warte ich im Auto. Und? Wisst ihr, was passiert ist? Das ist passiert. Weil der Heider, der hat Ahnung vom Pferd. Er hat gewonnen. Versteht's? Gewonnen. Muss man sagen, ich habe $22 gewonnen und $35 eingesetzt. Das ist mein Motto eigentlich, ne? Also teuer einkaufen, billig verkaufen. Living the dream. Jetzt kaufen wir 15 Bier. Gesagt, getan. Und bei der Hitze hauen so ein paar Bier echt gut rein. Und die dicksten Kürbisse im ganzen Land gehen an. Das habe ich schon gelesen, Sandy Clickbait. Gut, lesen konnte ich vorher auch schon nicht, aber dafür hat es mir dieses Motorrad angetan. Wenn die Maschine nicht komplett nice ist, dann hat es gut poliert. Leckt mich doch am Arsch. Ah, jetzt, da haben wir es. Scheiße. Und was lernen wir daraus? Wenn du bist auf einer Fair, wett auf Pferde, yeah, yeah, yeah. Ach, scheiße, nächstes Thema. Der BH von der Oma. Ein solches Brustgeschirr, mei und mei. Aber nicht der Oma-Song. Fredericksburg. Fredericksburg ist der erste Ort, an dem man kommt, wenn man die Ranch meiner Familie verlässt. Und ja, Fredericksburg ist ein Kaff, aber es ist schrullig und niedlich und es weiß genau, dass es ab und zu deutsche Besucher hat. Schließlich wurde es von Deutschen gegründet. Und wie soll ich ein Städtchen nicht lieben, das deutsche Wurstplatten, Hotwürst, fantastische Cowboy-Stiefel und einen Biergarten namens Auslander hat. Außerdem gibt's eine Kneipe, in der man montags Rabatt kriegt, wenn man seinen Hund mitbringt. Ja, Kruzifix, wenn das kein Deal ist. Wenn man genau hinsieht, erkennt man auch mal ein Longhorn, das durch die Stadt transportiert wird. Und manchmal, aber nur manchmal, spielt ein einsamer Cowboy sein traurig, traurig Lied. Jawohl.
Texas, meine Damen und Herren. Die Weite! Falls es noch nicht so rüberkam, hier nochmal sicherheitshalber. Ich liebe Texas. Ich liebe es, dass ich stundenlang durch die Gegend spazieren kann, ohne den üblichen Stadt- und Verkehrslärm um mich zu haben. Ich liebe die Abgeschiedenheit und dass ich meist kein funktionierendes Internet habe. Ich liebe es, dass wir mit einem gottverdammten elektronischen Golfkart über die Ranch heizen und uns die Tiere ansehen können. Und ich liebe es, mal von allem weg und dann extrem ausgeruht und relaxed wieder nach Deutschland zu kommen. Und ich liebe es, dass Texas flächenmäßig so groß wie Deutschland ist. Denn das heißt für mich, es gibt noch so viel zu sehen und zu erleben und ich freue mich drauf. Denn dort bei meiner Familie fühle ich mich ebenso zu Hause wie bei meiner Familie in Deutschland. Und schließlich gibt es nichts Schöneres, als zu Hause zu sein. Ach ja, und für alle, die sich wundern, es gibt auch Regen in Texas. Jetzt zieht aber dann immer so komische Viecher an, die die Bäume zusammenbeißen wollen. Doch die Geschichte hebe ich mir für nächstes Jahr auf.